Der fickt alles. Jo, der fickt. Radpanne! Danke! Jo, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Wir sind zurück am Alpsee. Wer hätte es gedacht? Der dritte Vlog hier vom Alpsee. Diesmal bei einer angenehmen Jahreszeit. Es ist auch nicht so warm, aber jetzt ist der See komplett frei. Es ist warm genug, mit dem Neo kannst du oft springen. Der Absprung ist verbessert worden. Heute werden ein paar Tricks gezogen. Es wurde schon wieder was gezogen, direkt als wir da waren, ohne dass ich hier meine Kamera auspacken konnte. Ja, da hat man schon den Schrei gehört von jemandem, der gesprungen ist, von den 13. Ich glaube, es könnte eine entspannte Session werden. Es kommen noch ein paar Leute vorbei und ja, später geht es noch zu einem anderen See. Da haben wir eine Swing. Also ich würde sagen, es geht los. Anton und Freddy wollen jetzt einen Suki machen. Peter auch natürlich. Nee. Aber es kommen jetzt zwei Sukis mal hier von der Plattform runter. Ich schaue die mir jetzt mal an und dann mache ich einen Straight Jump und dann haue ich dahinter einen Flüffesher und auch vielleicht einen Suki. Schauen wir mal, was geht. Es sieht sehr hoch aus von hier. Aber wenn du da stehst, dann sieht es wieder richtig niedrig aus. Das ist richtig strange. Aber der Spot ist geil. Wird geil. Let's go. Das ist unser Vince, wie er lebt und lebt. Bruder, ich bin 5 Sekunden lang geflogen. Ich denke mir so, wo ist das Wasser? Ich hört mich auf, Bruder. Aber die Landung geht voll fit, gell? Ja, war super. Hat mir gefallen. Die Sprünge von Freddy und Anton, die haben gut geklappt. Für Anton war es auch der erste Sprung, direkt ein Suki gesendet, also schon Respekt. Ich mache vorher einen Straight Jump, weil von 13 Metern habe ich jetzt noch keinen Flip gemacht, deshalb wird ein Straight Jump vorher gemacht. Wir bauen jetzt ein Paddleboard auf, um vom Wasser aus zu filmen und einfach hier ein bisschen über den See zu paddeln. Bockt sich bestimmt und ja, ich habe richtig Bock. Also wie man sieht, das Paddleboard ist aufgepumpt. Wir schwimmen schon im Wasser, 13 Meter über mir. Freddy will einen Randy-In machen, den würde ich sagen. Filmen wir mal vom Wasser aus. Oh! Ja, Mann! Ja, okay, ich muss jetzt einen Flittes ziehen. Das ist jetzt mein erster Sprung, also nach dem Straight Jump, den ich gemacht habe. Ich habe überhaupt keinen Bock. 13,5 Meter. Ah! Send es! Alles gut! Also meine Jumps gingen jetzt ganz gut aus. Ich bin super im Wasser eingetaucht beim Flüffes und so. Aber Freddy wollte noch mal was probieren und hat einen Double Full In gemacht von den 13 Metern. Bei diesem Double Full In hat ihn so, ja, er hat ihn gemacht, als würde er von 7 Metern springen. Und das hat ihn komplett auf die Seite gelegt. Wir haben ihn jetzt vorgebracht an den See und Krankenwagen gerufen. Der wurde jetzt mitgenommen. Alles ist gut. Er konnte da auch hinlaufen und alles, aber er hat Blut gespuckt und die Rippe hat sie wahrscheinlich ein bisschen reingedrückt. Gute Besserung auf jeden Fall an Freddy. Ich muss ihn auf jeden Fall später dann noch abholen. Ich hoffe, dass alles gut ist und ja, wir springen auf jeden Fall hoffentlich jetzt noch mal ein klein bisschen weiter. Ich will noch ein paar meiner Sprünge von meiner Liste abhaken.
Wechsel vorgenommen. Wir sind jetzt am Alatsee. Hinter mir ist ein Baum und an dem Baum ist eine Swing befestigt. Und dieses Swing ist wirklich krank. Das ist die erste richtige Swing, wo ich jetzt irgendwie vielleicht mal was probieren kann. Ich hoffe, das klappt, dass ich endlich mal einen Double Gainer an der Swing schaffe. Ich bin hyped, diese kranke Swing auszuprobieren. Ja, ich hab... Das wird einfach lustig. Das ist der... Was? Eichelherr? Eichelherr und Schwanzweise, weiß ich jetzt nicht. Das ist ein Pilz. Das war's mit dem heutigen Video. Wir haben die Session beendet hier am Alatsee. Wir haben nicht mehr sehr viel gezogen. Der Double Lay von Peter war auf jeden Fall wild. Meine Swingflips sind einfach immer noch kacke. Ich kann das einfach nicht gut. Ich muss da so viel üben dran, damit ich das gut hinbekomme. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Ciao, Leute. Haut rein.